Müssen wir unser Verhalten oder die Verhältnisse ändern? In den letzten Wochen und Monaten haben viele Zeitungen über die großen Fridays for Future-Demonstrationen berichtet. Dabei liest man dann oft Schlagzeilen, die den Aktivisten vorwerfen, dass sie zwar die großen gesellschaftlichen Veränderungen fordern, aber selber überhaupt nicht klimaneutral leben. Doch was muss sich eigentlich ändern? Der persönliche Konsum oder die großen politischen Verhältnisse? Darauf kann es eigentlich nur eine richtige Antwort geben. Beides. Natürlich ist es richtig, dass man beim Demonstrieren nicht ganz so gut überzeugt, wenn man nicht selbst mit gutem Beispiel vorangeht. Immerhin kann man den persönlichen CO2-Konsum von ungefähr 10,5 Tonnen pro Jahr individuell halbieren. Aber solange 60% unseres Stroms aus Kohle und Gas kommen, 95% unserer Autos mit Diesel oder Benzin fahren und Deutschland eine riesige Fleischindustrie hat, helfen so persönliche Maßnahmen relativ wenig. Dazu kommt, dass klimaschonend Leben immer auch eine Frage der Rahmenbedingungen ist. Zum Beispiel, ob der ÖPNV wirklich an ein Dorf angebunden ist oder ob in der Stadt genügend ausgebaute Radwege zur Verfügung stehen. Außerdem ist es oft auch eine Preisfrage. Wie teuer ist denn die Bahn und wie teuer sind Bio-Lebensmittel? Und diese Tatsachen werden auch dadurch nicht falsch, dass sich nicht alle Demonstrierende bei Fridays for Future perfekt klimaneutral verhalten. Die politischen Verhältnisse ändern sich natürlich nur durch Druck, durch gutes Argumentieren, durch Demonstrieren gehen, durch Initiativen und Volksbegehren und natürlich durch Wahlen. Aber klimafreundliches Verhalten spielt natürlich auch eine große Rolle. Wenn niemand Bio-Lebensmittel kauft, dann gibt es auch keinen Bio-Anbau. Und wenn niemand Radfahren will, dann gibt es auch keinen Ausbau der Radwege. Und klar ist, durch Demonstrieren und bequemes Unterschreiben von Petitionen am Computer wird die Welt auch nicht gleich besser. Aber es gibt genügend Möglichkeiten, anders zu leben, andere überzeugen oder für eine gerechtere Politik zu kämpfen. Dass sich was ändert, liegt schlussendlich an dir.